Also wir haben festgestellt, als Feedback von Studierenden und auch mit unseren Industriepartnern, dass die Drohnensysteme kostengünstiger geworden sind, dass sich alle eine gekauft haben, dann wie eine Saison damit im Feld waren und festgestellt haben, ja, es fliegt und es macht schöne Bilder. Was jetzt? Man macht schnell schöne Bilder, aber alles, was danach kommt, Prozessierung und Analyse, braucht man dann doch ein gewisses Know-how. Und entweder man kann sich das dann in mühevoller Kleinstarbeit, und ich spreche aus eigener Erfahrung, vielen vergebenen Feldtagen selber aneignen, oder man kann sich das Know-how irgendwo abholen. Und da war dann unsere Idee, okay, wir haben das Know-how, wir haben auch die Lehrgefäße aus dem Studiengang, das können wir der Öffentlichkeit eigentlich zur Verfügung stellen. Und das haben wir jetzt als Weiterbildungsmaßnahme, wie als Dreitagespaket geschnürt, wo wir jetzt sowohl eine Einführung in das Fliegen, also sowieso die rechtlichen Grundlagen und ein bisschen Meteorologie, das, was halt so grundlegend da sein muss, damit man sicher fliegen kann. Missionsplanung, je nachdem, was man machen möchte, eine mehr flächige Geländeanalyse zum Beispiel oder mehr 3D-Modelle erstellen. Und dann auch quasi die Prozessierung der Bilder, was man damit macht, verschiedene Datentypen, multispektral, thermal, RGB. Und dann quasi noch ein Tag ist dann noch Auswertung, Klassifikation, Landbedeckung, Höhenmodelle erstellen und auswerten. Das können wir so ganz je nach Bedarf abwägen. Aber die Idee ist, dass man quasi von, ich habe mir eine Drohne gekauft, was mache ich jetzt, bis hier ist mein wissenschaftlicher Bericht, dass man quasi jeden Schritt einmal durchgemacht hat mit Begleitung von einem unserer Spezialisten.